Es fängt immer gleich an. Mit dem Bleistift ertastet Tony Craig Linien, Formen, Rundungen. Hier in seinem Atelier in Wuppertal entwickelt der Künstler seine formenstarken Skulpturen, inspiriert durch die Natur. Das Leben ist aufregend und inspirierend, wenn ich ehrlich bin. Die Natur ist so komplex und erhaben, dass man natürlich ständig wundert, wie das alles zustande gekommen ist aus Staub und inorganischen Materialien. Fast ein halbes Jahrhundert arbeitet Tony Craig als Bildhauer, überhäuft mit Preisen und Ehrungen wie dem Turner-Preis. Manchmal arbeitet er mit seinem Team an über 30 Werken gleichzeitig. Seit vielen Jahren schon zeigt Reinhard Ernst Interesse an der Kunst des Engländers. Tony Craig gehört zu den weltweit größten Bildhauern. Und als wir den ersten Stock unseres Museums raummäßig entwickelt haben, haben wir eine Nische entdeckt, die sich wunderbar für eine Skulptur geeignet hätte. Und dann stand für mich fest, das kann nur eine Skulptur von Tony Craig werden. Etwa so soll die Skulptur die Nische ausfüllen. Das Original wird aus Bronze gegossen. Die Zeichnungen bestehen aus Zeichnungen, die natürlich die Profile, die Volumen. Dann haben wir dann kleinere Holzmodelle hergestellt. Die haben wir eingescannt. Wir haben dann daraus etwas größere Modelle gebaut. Und als wir das ungefähr gesehen haben, dass so könnte es funktionieren, dann haben wir die Skulptur in echt große gebaut. Die einzelnen Teile des Polystyropor-Modells werden mit Glasfaser überzogen, gespachtelt und völlig glatt geschliffen. Die später über 6 Meter hohe Skulptur besteht aus über 20 Einzelteilen. Dann ging es in die Gießerei und damit ist unsere Arbeit nicht gänzlich fertig, aber auf jeden Fall haben die Gießereien sehr viel zu tun. In der Kunstgießerei von Rolf Kaiser in Düsseldorf warten die einzelnen Teile darauf, bearbeitet zu werden. Abdrücke in geöltem Formsand werden genommen. In diese Form wird die 1300 Grad heiße flüssige Bronze gegossen. Grobe Nähte überziehen den abgekühlten Rohling. Rolf Kaiser zeigt Reinhard Ernst, wie aus diesem Stück Metall ein Kunstwerk wird. Die Skulptur als Ganzes gibt es aber im Moment nur als Modell. Wie man hier sehen kann, soll sie sich in eine Nische wie diese einfügen. Die Skulpturen selbst, ne, wie Sie wissen, die sind an sich, die sehen sehr organisch aus, aber die haben diese sehr strenge geometrische innere Form. Das gibt es dann aus verschiedenen Perspektiven, ganz andere Ansichten. Und ich glaube, dass die Idee ist, dass wenn hier reingeht, dass wir eine durchgehende Oberfläche haben, ja. Nicht eine Bühne, dass man tatsächlich hier reingehen kann. Also schon sehr schön geworden. Das Modell alleine ist schon sehr schön. Fertigungszeit für die Skulptur insgesamt etwa ein Jahr. Kurz vor Öffnung des Museums Reinhard Ernst im Jahr 2022 wird das Kunstwerk angeliefert.